Wie ihr wisst, fliege ich jetzt nach Moskau. So wie die Nachtwölfe sich entschlossen haben, ihren Toten zu gedenken auf ihrer Friedensfahrt. Es ist keine Siegestour. Es ist eine Gedenkfahrt, die ganz unspektakulär vor 2 Jahren übrigens schon stattgefunden hat. Genau auf dieselbe Art und Weise. In unseren Medien war es keine einzige Zeile wert. Und dieses Jahr soll es plötzlich eine Bedrohung sein. Es ist doch lächerlich. Ein paar Biker auf dem Motorrad. Werner, die Russen kommen. Beschlossen, nachdem wir gehört haben, dass Angela Merkel am 9. Mai nicht dabei sein wird als Bundeskanzlerin von Deutschland, dass wir Bürger Deutschlands dann eben stellvertretend für die, die das nicht in Ordnung finden, am 9. Mai bei der Parade dabei sind und sichtbar sind als Deutsche. Die Verbrüderung mit unseren russischen Brüdern und Schwestern. Weil wir wissen, gerade wir in Deutschland wissen, wie wichtig die Freundschaft ist zu Russland. Olesia hat uns eingeladen. Ob das jetzt noch genau klappt, wissen wir noch nicht. Wir sind in der Organisation, aber feststeht, wir werden am 11. Mai mit Klaus aus Moskau, ein Deutscher, der dort wohnt, ein Geschäftsführer einer großen internationalen Firma, hat einen Bus organisiert, mit dem wir dann einkaufen fahren werden. Die Sachen werden eingelagert und peu à peu in den Donbass gebracht. Und falls wir es nicht schaffen, die gesamte Summe auszugeben, also diese hier werden wir bestimmt ausgeben. Aber ich kann sagen, also ich erfahre es heute Abend genau, ich werde heute Abend eventuell nochmal eine größere Summe bekommen. Also dann in Moskau bekommen. Und ich habe heute, wurden mir auch nochmal zusätzlich 70 Euro auf mein Konto überwiesen, die ich natürlich auch persönlich mitnehme, ist selbstverständlich. Und ich möchte mich jetzt hier bei allen bedanken, die gespendet haben. Egal, ob es 54 Cent waren oder ob es 250 Euro waren. Es ist jeder nach seiner Leistungsfähigkeit und jeder einzelne Euro zählt. Und ich sage euch ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin total berührt. Und ich sage euch im Namen der Menschen aus dem Donbass, ich werde persönlich dafür sorgen, dass das auch wirklich ankommt und werde es dokumentieren. Ich werde es euch zeigen. Es ist mir ein Herzensanliegen, ne? Weil die Menschen mir dort einfach unheimlich wichtig sind. Dankeschön. Ja, schon Wahnsinn, wenn man aufs Konto guckt und dann sind da 250 Euro Spende eingegangen für die Donbass. Also es ist schon richtig klasse, was Menschen so an Anteilnahme davon sich geben. Aber auch, wie gesagt, jede 5 Euro oder so, die eingegangen sind, hier reingeschmissen oder überwiesen aufs Konto. Jeder Cent wird dafür ausgegeben, dass für die Menschen, für die Hilfsgüter, es geht nichts an Reisekosten, Spesen oder sonst irgendwas drauf, sondern wirklich nur für die Hilfsgüter und ist eine ganz tolle Sache.